all ihr Leute kommt heran. Bläst der zusammen, ist furchtbar. Ach, Unsinn, Sie haben falsch geblasen. Ja, ich? Natürlich. So, ich hab falsch geblasen. Stimmt. Ja, das hat ihm nicht gestimmt. Ach, Ruhe jetzt. Da hätte ich jetzt beinahe vergessen, Sie. Geld, wenn Sie mich wieder einmal wo sehen. Ja, ist schon recht. Was ist schon recht? Warten Sie doch, Sie wissen ja gar nicht, was ich sagen will. Nein. Na also, wenn Sie mich wieder einmal wo sehen, dann grüßen Sie mich zuerst. Das erfordert Anstand. Ja, ich habe ihn gestern gesehen auf der Postanstalt. Aha. Ja, da sind sie aber ganz hingestanden und ich kann da nicht so hintergrüßen, ne? Gell, Sie haben mich gesehen? Ja, ich habe ihn ja schon gesehen, aber es waren so viele Leute dort und Personen und Publikum, Passanten, Volk, alles durcheinander. Ja. Ja, warum haben Sie mich denn nicht gegrüßt? Natürlich sind da viele Leute gewesen. Warum haben Sie mich nicht gegrüßt? Weil Sie nicht wollen haben. Na, weil Sie uns hingestanden sind, ne? Sieht der Frau, die wo vor Ihnen gestanden ist, der haben Sie die Ding gestohlen, der ist die Tasche gestohlen worden, die Handtasche. Ja, erlauben Sie mir. Sie, das bringen Sie ja fast so raus, als ob ich der Frau das Handtäschchen da. Ja, wie weiß ich's nicht. So, ich danke schön. Behaupten sollen Sie es auch noch. Behaupten kann ich's leider nicht. Ja, dann reden Sie nicht so dumm daher. Kann leicht möglich sein, dass da einer Frau etwas gestohlen ist worden. Das war halt ein Ding, ein Taschendieb. Ja, Autodieb wird nicht gewinnen. Ja, die Frau hätte besser Obacht geben sollen auf ihr Täschchen. Dann wäre sie nicht weggekommen. Da war es schon spät, wie sie Obacht gegeben hat, war schon weg. Ja, hernach hat es freilich keinen Zweck mehr. Vorher hätte sie Obacht geben müssen. Vorher. Vorher hat sie doch nicht gewusst, dass sie gestohlen wird. Ach, es ist... Wenn die Frau immer und immer auf ihr Täschchen geschaut hätte, dann hätte man sie doch nicht stehlen können. Die Frau kann doch nicht immer ihr ganzes Leben lang nur auf ihr Täschchen Obacht geben. Was interessiert mich denn die Frau? Wenn die Frau so unbeholfen ist, dass sie nicht einmal auf ihr Täschchen Obacht geben kann, dann soll sie zu Hause bleiben. Soll sie nicht hingehen aufs Postamt. Ja, na, bekommt sie keine Briefmarken. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Ich meine doch nur so im Allgemeinen, meine ich, gesprochen. Das weiß doch jeder Mensch, wenn man sich in einem Gedränge befindet, da schleichen sich immer so Taschendiebe herum. Jawohl, da muss man immer auf seine Sachen schauen. Ja, das weiß ich, mir ist mir so gegangen auf dem Volksfest. Da bin ich auch im Gedränge, direkt mitten im Gedränge drin gestanden, bei so einem Karussell, bei der Zimmerbahn. Wo? Bei der Zimmerbahn. Bei der Zimmerbahn? Zimmerbahn. Ah, Sie meinen wahrscheinlich die Achterbahn. Ja, die. Ja, da war es noch nicht ganz fertig. Ach. Ja, und da bin ich auch im Gedränge drin gestanden und da hätten sie mir beinahe meine goldene Uhr gestohlen. Tatsächlich? Beinahe. Ihre schöne goldene Uhr. Auch im Gedränge drin. Ja, was ist das? Das tut mir aber leid. Da werden Sie aber erschrocken sein, was? No, das können Sie nur denken. Ja. Gut, dass ich es daheim lassen habe an den Tagen. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Erzählen Sie mir nichts mehr. Dann brauche ich mich nicht mehr ärgern. Nächste Nummer. Die Sängerin kommt dran. Die Sängerin singt jetzt ein Lied. Wegen uns? Ach, wegen Ihnen. Wegen Ihnen singt's doch nicht. Na, wegen mir braucht's auch nichts. Ja, das tut sie auch gar nicht. Ein Tusch, wenn ich bitten darf, meine Herren. Enthalten oder heißen? Einen Tusch, habe ich gesagt. Halt, halt. Was ist? Husten muss ich vorher noch. Also, da hört sich doch alles auf. Jetzt sitzen sie eine halbe Stunde da und haben nichts zu tun. Und jetzt im letzten Augenblick fällt ins Husten noch ein. Dann husten sie noch rasch. Jawohl. Ja, was ist jetzt? Wird's jetzt bald? Jetzt muss ich nicht. Husch. No, 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 was ist denn da wieder? Jetzt geht der Vorhang nicht auf. Eine Dusch nochmal, rasch. Sieh, Herr Kapellmeister. Was? Ja, was ist denn das mit dem Vorhang? Warum ziehen Sie den nicht auf? Ja, der Vorhang ist kaputt. Ja, dann ziehen Sie eben fester an. Ja, die Schnur ist abgerissen. Ja, was ist das jetzt? Jetzt geht der Vorhang wieder nicht auf.
genau wie die Sonne. Wieso? Die ist heute Vormittag auch nicht aufgegangen. Ach, also meine Herren, so können wir nicht weitermachen. Die Sängerin soll hinterm Vorhang singen. Ach Unsinn, da sieht man sie doch nicht. Sehen, Gesang braucht man doch nicht sehen, Gesang muss man hören. Da sind Sie doch endlich einmal ruhig jetzt. Aber was ist jetzt? Wollen Sie jetzt augenblicklich den Vorhang aufziehen? Ja, aber Herr Kapellmeister, wenn ich Ihnen sage, der Vorhang hat sich verhängt. Wer hat sich erhängt? Die Sängerin? Nein, der Vorhang hat sich verhängt. Aus Liebesgram. Die Sängerin aus Liebe. So sind Sie doch endlich eine Minute still jetzt. Also ich sage Ihnen, der Vorhang, wenn nicht aufgeht, dann sind Sie ganz allein schuld daran. Warum kümmern Sie sich nicht um den Vorhang? Warum richten Sie ihn nicht? Den kann ich nicht richten. Ja, auf der ganzen Welt wird sich doch einer finden, der den Vorhang richten kann. Ich weiß Ihnen, ein Richter. Ach, ein Richter, ein Tapezierer muss ihn richten. Den Richter? Nein, den Vorhang. Ja, ja. Also augenblicklich gehen Sie jetzt fort und holen den Tapezierer. Sonst wird's wieder vergessen. Ja, wo wohnt denn der Tapezierer? Ja, wo wohnt er denn? Ist doch gleich, wo der Tapezierer wohnt. Hauptsache, dass er kommt. Freilich ist es gleich, wo er wohnt, aber wissen muss man's doch. Der Tapezierer selber wird doch wissen, wo er wohnt. Ja, der weiß es natürlich, aber wir wissen's doch nicht. Aber ich weiß. Sie wissen's? Ah, ja. Ja, dann sagen Sie's ihm doch. Ja, mit dem spreche ich ja vier Wochen nichts. Also, das ist doch egal, dann sagen Sie es mir. Wo wohnt er denn? Ja, also, Ecke Bahnhofplatz im dritten Stock. Da gehen Sie gleich hin, gleich. Und sagen Sie eine Empfehlung von mir und der Tapezierer soll bei Gelegenheit einmal rüberkommen. Ja, ist gut. So, ja, was ist jetzt mit dem Vorhang? Jetzt geht er ja auf. Ja, jetzt geht er auf. Jetzt geht er ja. Ja, aber runter geht er nicht mehr. Ja, dann schauen Sie es weiterkommen. Gehen Sie zu, reden Sie nicht lang. Da ist sie ja. Ja. Darf ich bitten, Fräulein? Ein Lied, das verlorene Glück. Ja. Was hat's verloren? Ach, ihr Glück hat's verloren, hat's gesagt. Inserieren lassen. Ein Stück Glück wurde verloren. Vorspiel. Yeah.
Na? Ruhe! Was ist denn? Ruhe! Na, die machen so eine Gaudi da draußen. Runter auf! Ja, wer schreit denn da so? Ja. Was ist? Ja, das geht doch! Ich. Ja, jetzt zieh! Hallo! Beobachte, ich zieh! Jetzt die Tag gehen ja. Sie weg! Da, Sie stehen ja am Souffleur auf der Hand! Da. Das begreife ich nicht! Steigt doch ein Souffleur auf die Hand auf! Ja, haben Sie das nicht gespürt? Nein, er hat es gespürt. Au, weh! Um die Hand! Schauen Sie es runterkommen! Wenn Sie einen Anstand hätten, würden Sie sich entschuldigen bei ihm. Hab keinen. Ah, ja, oh. Ja, ja. Ich glaub's Ihnen schon. Ah. Ja. Oh. Jammert er recht? Natürlich jammert er. Soll er vielleicht verlocken da drin? Heben Sie den Notenständer auf.